Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück in Skyrim. Wir waren in der letzten Folge in Weißauf ein bisschen geschäftig unterwegs. Wir haben einem Dude geholfen, sein Familienerbstück wieder zu bekommen. Und ich wollte mal gucken, was es mit diesem schönen Baum hier auf sich hat. Aber ich glaube, ich gehe erstmal hier rein. In die Halle der Toten. Ich glaube, da war nämlich auch nochmal was gewesen. Käse! Käse muss ins Feuer! Zu Grillkäse! Tü-tü-tü. So, wo war denn du? Da hinten ist er. Sagt mir, glaubt ihr an den mächtigen Arkai, den Gott des Lebens und des Todes? Den Gott des Todes. Die Götter spielen in meinem Leben keine große Rolle. Ich weiß nicht. Den Gott des Todes, ich kenne ihn gut. Immerhin haben wir schon ein paar Leute auf dem Gewissen. Nee? Ich bin froh, das zu hören, denn ich brauche eure Hilfe. Seht ihr, ich habe etwas Kostbares verloren. Was habt ihr verloren? Mein Amulett von Arkai. Es ist die Quelle meiner göttlichen Kräfte und ein heiliges Amtszeichen. Ich habe es in den Katakomben verloren. Ich würde danach suchen, aber ich habe dort unten Geräusche gehört. Ich fürchte, die Toten sind ruhelos geworden. Ohne das Amulett habe ich nicht die Macht, mich ihnen entgegenzustellen. Wäret ihr bereit, danach zu suchen? Ich werde euer Amulett finden. Ich werde einfach hier warten und darauf achten, dass nichts Böses die Katakomben verlässt. Möge Arkais Segen mit euch sein. Keine Sorge, wenn ich da durch bin, wird nie wieder was Böses da durchkommen. So, gleich mal den Bogen ausrüsten. Ah, da ist ja schon der erste. Top. Da ist der zweite. Top. Everything all right? I'm using this time on my knees to ask the gods for help standing up again. I think I need new joints in my legs. Right behind you. Da ist noch keiner. Gehen wir hier rein. Hier ist auch keiner. Aber hier ist Gold und ein Po. Oh! Neue Stufe. Super. Was nehmen wir denn? Wir nehmen Ausdauer. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Ich nehme Damage. Ich finde das mit dem Zoom aber auch ganz cool. Dann kann man This dann place looks Gegner. friendly enough. Maybe we should put our weapons away. Ich bin mir noch nicht so sicher. Jetzt kann ich ransuchen. Oh ja, das finde ich gut. So kann man viel, viel besser Gegner nochmal sehen und treffen, wenn die etwas weiter weg sind. Mal demonstrieren. Pada! So, jetzt können wir die Waffen weglegen. Was haben wir denn hier? Hier ist das Amulett. Ja, bring es dem Besitzer zurück, mache ich gleich. Erstmal nochmal schauen, ob ich hier die Gruft ein bisschen ausrauben kann. Ungewöhnlicher Stein. Ein Stein, der fliegt, die gefallen mir immer am besten. Ich verbringe so viel Zeit mit den Toten, dass ich manchmal vergesse, wie sehr ich die Gesellschaft der Lebenden vermisse. Gott, das ist traurig. Ich habe das Amulett gefunden. Oh, Arkai sei Dank! Bitte nehmt dieses Gold für eure Bemühungen. Möge Arkais Segen mit euch sein. 15 Gold? Ah, immerhin etwas. Weil es mir etwa 294 hatte. Ich hätte es auch verkaufen können. Wow. So, dann haben wir das auch. Dann 737. Der Baum, der ist ganz schön kahl. Meine Dame, Mein habt ihr Cousin eine darf da Münze draußen übrig? gegen Drachen kämpfen. Hallo? Und ich muss hier Wache schieben. Oh, vielen Dank.
Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz. Priesterin ist nicht traurig. Die Priesterin ist nicht traurig. Ich wollte sagen, die Priesterin ist nicht draußen. Ihr sucht meinen Schatten Nasim? Da seht ihr am besten im Hinterteil des Jalna. Dort kriecht er derzeit für gewöhnlich herum. Muss er nicht ganz schön stinken danach? Ich fühle mich schon besser. Mit dir wollte ich reden. Willkommen, Kind. Ja, kann ich sie noch nicht darauf ansprechen? Das ist der Tempel von Kynaret. Der Gülden Grünbaum vor seinen Türen wurde als Setzling in der Frühzeit von Weißlauf gepflanzt. Die Anhänger von Kynaret spürten eine heilige Kraft in ihm und kamen von weit her, um dem Wind der Göttin in seinen Zweigen zu lauschen. Natürlich kommen heutzutage nicht mehr so viele Pilger. Wieso ist dieser Baum so besonders? Östlich von hier befindet sich ein verborgener Hain, der Ahnenschimmer beherbergt. Das ist das älteste Lebewesen in Himmelsrand. Vielleicht sogar in ganz Tamriel. Unser Baum hier in der Stadt wuchs aus einem Steckling jenes Baumes heran. Man kann in ihm immer noch die Pracht des Mutterbaums fühlen. Selbst sein Name ist ein Echo. Gibt es eine Möglichkeit, den Baum wiederzubeleben? Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Bäume sterben nie wirklich. Sie verfallen nur in einen Schlummer. Wenn wir etwas von dem Harz des Mutterbaumes hätten, könnten wir dessen Kind vielleicht wecken. Aber selbst wenn ihr bis zu Ahnenschimmer vordringen würdet, könntet ihr ihn nicht anzapfen. Nicht mit normalem Metall. Welche Waffe würde funktionieren? Ahnenschimmer ist älter als Metall. Er stammt aus einer Zeit, in der es noch keine Menschen oder Elfen gab. Um ihm etwas anhaben zu können, müsst ihr euch der alten Magie bedienen. Ihr werdet es mit Hexenraben zu tun bekommen. Ich habe von einer Waffe gehört, die dazu diente, Zweiglinge zu opfern. Sie heißt Nesselfluch. Ich habe schreckliche Angst vor den Hexen, sonst hätte ich selbst danach gesucht. Hexenraben. Na, mit Inigo an der Seite werde ich das schon hinkriegen. Ich besorge Nesselfluch für euch. Euer Geist ist stark. Kynarets Winde werden euch auf euren Wegen leiten. Die Waffe befindet sich in einem Hexenrabennest namens Waisenfelsen. Nun, habt ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch abgenommen? Ich bin noch nicht mal rausgegangen. Wie soll ich das denn hinkriegen? Ihr seht aber wirklich müde aus. In der beflackten Meere soll noch frei sein. Ja, ich glaube, es geht. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmwände unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Ihr solltet die Mission aktivieren. Der Segen der Natur. Wo befindet sich das denn? Da oben, weißen Felsen. Dann Heck. Okay, dann gehen wir zuerst nach Helgen und dann können wir da hochlaufen. Könnte nicht warten, wenn Feinde in der Nähe sind. Jetzt kann ich warten. Tadada! Sollen wir uns Helgen nochmal anschauen? Mhm. Was denkst du? No. Right now my mind is a dried up riverbed. Also liegt die Entscheidung bei mir und ich möchte mir Helgen nochmal anschauen. Das sieht sehr freundlich aus. Schlösser knappen. Diese Luft hier. Tod und Zerstörung. Und Drachenfeuer. Look out, and this idiot is upset about something. Ich werde euch vernichten. Du bist krass, Nico. Nö.
habe da jemand husten hören. Das war bestimmt kein Flo. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ist das ihre Zwillingsschwester? Ey du, tut mir leid. Deine Schwester kam einfach so auf mich zugerannt. Ich hatte keine Wahl. Was kann ich ablegen? Ein Krug. Damit wollte ich mich ja nicht. Mache ich mir einen schönen Teppichkätzchen. Komm zurück. Ich wusste doch, dass ich euch finde. Ha, wo bist du? Ah, da. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Ich glaube, ich sollte da nicht runterspringen, aber ich tue es trotzdem. Haha! Okay, also, wir können nicht wie eine normale Katze einfach so auf den vier Pfoten landen. Gut zu wissen! So, jetzt muss ich Inigo wieder einsammeln. Ich wette, der konnte da nicht rüber und steht dann noch da. Hello, mein Freund. Something on your mind? No, nothing at the moment. Trägst du eigentlich schwere Rüstung? Sieht so aus. Good morning, my friend. I must warn you, if you give me a sweet roll, I will make it disappear. Habe ich irgendwelche bessere Rüstung für dich? Habe ich bessere Rüstung für mich? Das könnte ich auch mal schauen. Was war das? Musik ist manchmal seltsam. Naja, ich bin ein bisschen zu weit gegangen. Was aber nicht schlimm ist, weil ich dann noch diesen einen Ort entdecken kann. So, hier ist ein Lager der Sturmmäntel.
Alle greifen mich an. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet. Nee, dem Aufstand werde ich mich auf jeden Fall nicht anschließen. Sollten wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil hier die Hexen sind. Okay, da drüben ist irgendjemand da. Damit! Auf eurem Fell mache ich mir einen schönen Teppich, Kätzchen. Okay, du hast sie geköpft. Nice. Adventuring is a dangerous business. Ow. Something on your mind? Ja. Let us go. Gut, ihm geht's super. Dann nehmen wir das Eis mit. Das mit. Na, den Rattenkopf will ich nicht. Jagdboom des Frost. Ist er besser als den Boom, den ich habe? Was ist denn der Bogen, den ich habe? Ich habe einen Nordbogen, okay. Warum auch immer er mir gerade nicht angezeigt wird. Alter Nordbogen. Ach, da oben. Ich habe die ganze Zeit alte Nordfall gelesen. Nicht schlecht. Der ist besser. Kann ich die Verzauberung runternehmen und dann meinen Bogen verzaubern? Bestimmt. Was sollte ich vielleicht entzaubern? Ja, möchte ich. Perfekt. Oh, der arme Zwergling. So, mein Lieber, gehen wir wieder zurück. Immerhin haben wir jetzt einen Nesselflug. Und ich muss wieder Sachen verkaufen.
Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ah, ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, wie? Das war's dann wohl. Ich muss los. Manchmal habe ich so ein bisschen Angst vor den Kurieren, wenn man einfach dasteht und auf einmal rennt jemand auf euch zu. Halt! Warte! Ich hab was für euch! Brief von Jarl Sidgeier aus Falkenring. Nana, erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Sidgeier und ich habe die Ehre, Jarl der stolzen und ehrwürdigen Stadt Falkenring zu sein. Man hat mir aus ganz Himmelsrand von euren Großtaten berichtet. Wenn ihr euch für das Amt des Tano von Falkenring interessieren könntet, sprecht bei eurem nächsten Besuch in Falkenring noch bitte mit mir. Neben der Ehre, die dieser Titel mit sich bringt, hat ein Tano außerdem Anrecht auf seinen eigenen Huskarl. Und ganz unter uns, sollten sich eure Dienste für mich als nützlich erweisen, könnte es durchaus sein, dass euch eine hervorragende Parzelle im Falkenring für euch frei wird. Und nur für euch. Ich freue mich schon darauf, euch persönlich kennenzulernen. Ich verbleibe Jarl Sidgeier von Falkenring. Ah, okay. Ich sage nicht, dass ich der Beste... Werft einen Blick darauf. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Okay. Hey, aufpassen! Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Alles... Oh, etwas hiervon, etwas davon. Okay, jetzt haben wir es doch. Sind doch aber wieder zurückgegeben. Vielleicht habe ich das irgendwo wieder aufgesammelt und einfach nicht bemerkt. Wie so oft. Kommt wieder. Ich kann mal gucken, ob ich schaffe, den zu beschwören. Bei den Göttern. Was für eine Magie. Danke, ich weiß noch nicht mal, ob sie funktioniert. Deine Magika ist niedrig, ja. Oh doch. Hi. Der sieht nice aus. Koteletts und Steaks, die selbst ein Jahrgericht verschmähen würde. Wählt aus meinem hochwertigen Fleischangebot. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat also des Tages. Steht auf, Kinder des Kaiserreichs! Steht auf, Sturm! Hallo. Nun, habt ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch abgenommen? Jupp, ich habe Nesselfluch für euch. Oh, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr wiederkommt. Aber natürlich stimmt mich eure Rückkehr sehr froh. Nun, ich will dieses Ding aber eigentlich gar nicht anfassen. Könntet ihr euch vielleicht um alles Weitere kümmern? Was muss getan werden? Ahnenschimmers heiliger Hain befindet sich östlich von hier. Ihr könnt Nesselfluch verwenden, um etwas von seinem Harz zu gewinnen. Okay. Habe ich richtig gehört, dass ihr zum Ahnenschimmer heimreist? Kann ich euch helfen? Ich bin ein Reisender, ein Pilger. Ich folge der Stimme von Kynareth, wo auch immer man sie hören kann. Ich träume schon seit Jahren davon, Ahnenschimmer zu sehen. Darf ich an eurer Seite reisen? Ich verspreche auch, nicht im Weg zu stehen. Schießt euch mir doch einfach an. Ich versuch's mal. Ich hoffe, er stirbt nicht auf dem Weg.
Ihr seid zu freundlich. Danke. Der Geist ist schon wieder tot? Talos der Mächtige! Talos der Unfähige! Wo ist denn das? Da. Besser wäre es ja von Windhelm und dann darunter. Dann muss ich erstmal zu den Stellen und dann nach Windhelm. Ah ja, guck mal, steht da immer noch. Hatte noch was? Nein, tut mir leid. Nichts. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, da. Nehmen wir für meine beiden Begleiter den normalen Weg und nicht wieder über Stock und Stein, damit die mir auch folgen können. Dude. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Wohin soll's gehen? Windhelm. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Wart ihr schon mal in Windhelm? Einigen Aussagen zufolge die älteste Stadt in Himmelsrand. Der schon ein bisschen besser. So, ich werde aber einmal die Stelle entdecken. Habe ich die jetzt schon? Ja, habe ich schon. Gut, folgen wir noch. Ich kann hier angeln. Drücke während des Angelns aktivieren, um deine Schnur einzuholen. Tust du das, wenn es einen starken Zug an deiner Schnur gibt, dann holst du deinen Fang ein. Ein Kräuseln auf der Wasseroberfläche beim Auswerfen deiner Schnur stammt von Fischen in der Nähe. Wenn das Wasser beim Auswerfen deiner Schnur ruhig ist, dann gibt es da keinen Fisch mehr, der sich fangen ließe. Nach einem Tag kehren Fische wieder zurück. Ist das schon ein Ziehen? Das ist ein Ziehen. Ah. Suche die fischereifenden Rift an. Probier's nochmal. Ein
Schnuckfisch. Wie süß. Sind wir unter Essen? Stimmt. Oh. Na, aber diese Schnute würde ich nicht gerne küssen. Das sieht so aus, als würde er dann einfach so Mom machen. Ich habe einen Süßkuchen. Hier. Something on your mind? Ich möchte was mit dir tauschen. What is yours is mine. Essen. Also, hier, Essen. Süßkuchen. Bitte schön. Let us go. Richtung. Ah, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die Karte bewegen. Doch, ist noch die richtige Richtung. Ihr beiden lebt noch? Ja. Und ich speichere hier ein bisschen nochmal. Oh, ein Troll. Nee, ein Riese. Bitte verärgert den Riesen nicht. Love the morning. So many possibilities everywhere I look. Ich kann mich dem sogar anschließen. Ich liebe auch die Morgenstunden. Mein Problem ist aber, ich bin Langschläfer. Das heißt, ich verschlafe die Morgenstunden eigentlich. Was ich immer ein bisschen sehr schade finde. Aber wenn ich dann mal früh aufstehen muss und es wirklich so ein ganz schön ruhiger Morgen ist, wo man einfach mit einer Tasse Kaffee starten kann, ah, das ist toll. Wobei ich im selben Moment die ganze Zeit denke, ich könnte noch etwas länger schlafen. Why do you always run everywhere? Und warum nicht? Wo ist denn der andere Dude? Ah, da. Der Drache da oben gefällt mir nicht. We have a dragon problem. Ja. Ausgerechnet das, was ich nicht wollte. Nein, konzentriere dich um mich. Damit man dich treffen kann. Euer Ende ist nah. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Speichern. Der Typ geht noch. Da bin ich gleich wieder zu schwer. Was hat er da? Er hatte einen Bogen. Geheilte hier. Ja, Bogen. Oh. Und so dürfte ich zur Schule sehen gehen, 30 Sekunden lang. Ich hasse diese Verzauberung, wenn die Leute fliehen. Ich will ja die Leute schnetzeln und nicht, dass sie weglaufen. Und ich dann hinterher so, lass mich dich abschießen. Das ist wie in den uralten Legenden. Drachenblut. Hm? Yeah. Right now. Folgt ihr mir noch? Nein.
Wollte die eine nicht eigentlich noch einen Mammutstoß von mir haben? Kann ich nicht den einfach mitnehmen? Smell sulfur. Either that or somebody's had an accident. Was? Was? It smells nice and green in here. What? What a wonderful view. Behold! Sie ahnen Schimmer. Konfetti! Redet. Ja, du sprichst aber nicht mit mir. Tada. Hallo, seid ihr auch hier, um die Sehenswürdigkeiten dieses herrlichen Heiligtums zu bewundern, so wie ich? Wahrhaft bemerkenswert, nicht? Ja, schon. Hallo. Ist es nicht erstaunlich, etwas derart Schönes an einem Ort vorzufinden, der so trostlos ist wie die vulkanische Tundra? Was ist das hier für ein Ort? Ihr befindet euch im Ahnenschimmer-Heiligtum. Nur ein kleiner Einblick in die Schönheit, die Kynare zu bieten hat. Ein wunderbarer Ort, nicht wahr? Und dieser Baum, ist das Ahnenschimmer? Ja, obwohl es niemandem gelungen ist, sich ihm zu nähern, solange ich zurückdenken kann. Warum nicht? Wie ihr seht, besitzt Ahnenschimmer gewaltige Wurzeln, die sich überall ausbreiten und den Weg zum Stamm versperren. Gerüchten zufolge soll es aber eine Waffe geben, die Ahnenschimmer dazu bringen könnte, die Wurzeln zu heben. Mehr vor Furcht als vor Respekt. Meint ihr diese Waffe? Die Gerüchte waren wahr. Ich flehe euch an, fügt dem Baum keinen Schaden zu. Das würde nur Unheil bringen. Ja, wir sollten mal die Waffe ausrüsten. Nesselfloh. Tut mir leid, Baum. Es war einen guten Zweck. Hoffe ich. Ich wusste nicht, dass ihr so gewalttätig seid. Was genau wollt ihr hier tun? Ich brauche Harz, um den grünen Baum zu behandeln. Ihr würdet diese Wunder Kynarets für solch einen Mischlingsstumpf in Weißlauf schänden? Das ist widerwärtig, barbarisch. Da mache ich nicht mit. Warum habt ihr mir nichts von euren Absichten erzählt? Du hast nicht nachgefragt. Habt ihr eine bessere Idee? Nun, ja, es gibt etwas. Der Baum im Tempel wird dadurch nicht wiederhergestellt, aber wir könnten ihnen einen neuen bringen. Woran habt ihr gedacht? Folgt mir. Ich glaube, ich kann den Baum überreden, uns zu helfen. Er ist ein Baumflüsterer. Ahnenschimmer hat uns einen jungen Baum geschenkt. Ihr solltet es nach Weißlauf bringen. Danica wird sehen wollen, dass die wahren Segnungen der Natur in der Erneuerung und nicht in sklavischer Tradition liegen.
Was werdet ihr jetzt machen? Ich werde hier bleiben und noch ein wenig die Wärme von Ahnenschimmer genießen. Viel Glück auf euren Reisen. Möge Kynarets Wind nur die süßesten Düfte tragen. Ich frage mich immer noch, wie wir jetzt diesen Baum bekommen haben. Ist das jetzt einfach so von den ersten runtergefallen? So, hier, wir brauchen was Neues. Ahnenschimmer. Oh ja, cool. Hier, plopp. Dumm. Neuer Setzling. Sonst mag ich den Baum nicht gerne. Was sagst du dazu? Speak to me. No, nothing at the moment. Okay. Ich meine, wir hätten natürlich auch die Möglichkeit gehabt, wir hätten gar nicht mit dem reisen können. Ja. Dann wären wir jetzt einfach so zur Ahnenschimmer gegangen, hätten ein bisschen Harz abgekratzt und dann wären ganz viele Zweiglinge aufgetaucht und hätten uns angegriffen und die zwei da unten auch noch getötet. Das ist die nicht so schöne Variante von der Quest. Naja. Ihr wisst ja nicht, womit ihr es zu tun habt. Wenn ihr dem Baum etwas antut, wird es Konsequenzen haben. Verlasst diesen Ort. Ihr seid hier nicht mehr willkommen. Aber ich habe doch nichts gemacht. Ich habe ein Setzling. Willkommen im Ahnenschimmer-Heiligtum. Solltet ihr Fragen haben, so wendet euch an Asta. Kommst du, Inigo? Da ist noch ein Findling. Ich wollte noch den Findling. Also, soll gucken, was der macht. Wer wird den Bogen wieder haben? Wer unter dem Zeichen des Atonachen steht, nimmt einen Teil des angreifenden Zauberschadens auf und besitzt mal Magika, regeneriert sie dafür aber langsamer. Das klingt eigentlich doof. Something on your mind? The Atronach Stone gives you 50 extra points of Magika. Side effects include longer spell charge times and the urge to show off in public places. Okay. What's next? Jetzt gehen wir wieder zurück nach Weißdorf. Wir müssen ja einen Satz hier noch abgeben.
missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Hier wird nicht rumgetrödelt. Ich trödel ja auch nicht rum. Tja. Danica, Danica, hallo. Habt ihr das Ahnenschimmerharz? Nö, aber ich hab ein Setzling. Aber ohne die Unterstützung all derer, die vom Gülden Grünbaum inspiriert werden, kann ich den Tempel nicht weiterführen. Wie soll dieses winzige Bäumchen neue Gläubige anlocken? Maurice sagte, Erneuerung wäre wichtiger als Erhaltung. Ihr habt natürlich recht. Es ist nicht leicht, den Winden der Kynare zu lauschen, solange der Lärm, den das Gesindel im Tempel veranstaltet, alles andere übertönt. Der Tod speist neues Leben. Ich bin sicher, dass dieser kleine Setzling mit der Zeit zu einem neuen gülden Grünbaum heranwachsen wird, der Weißlauf überragt. Danke. Oh, ein kleines Wiederherstellungstipp. Die Gnade von Kynaret sei mit euch. Dingsen. Was ich aber nicht mag an diesen verdammten Priestern, die dann Leuten helfen, aber dann sagen so, ach, das ist alles Gesindel. Das ist fies, nicht so nett. Denkst du noch irgendwas darüber? Yes, my friend. A lot of mourning goes on here. Not in a good way. Da hast du recht. What's next? Ja, was kommt danach? Ich glaube, ich werde jetzt erstmal die Folge beenden. Und in der nächsten Folge schaue ich dann mal, ob ich noch irgendwas in der Weiß aufmache. Oder doch nochmal vielleicht in eine der anderen Städte reise. Ich meine, wir haben ja noch ein paar. Mortal waren wir noch nicht ganz. Einsamkeit, Dämmerstern, Markat ist hier, Falkenring. Riften waren wir ja schon mal ganz kurz. Pinsheim könnten wir auch noch besichtigen. Denke ich mal eine kleine Zeit zu sehen. Mal sehen. Okay, dann wünsche ich euch allen noch was Schönes und wir sehen uns. Tschüss. Durch den Setzling, den ihr beschaffen konntet.